Gemeinsam gehen wir auf eine der prächtigsten Inseln Japans und werden dort den alten Spirit der Insel Yakushima treffen. Lehnt euch zurück und taucht ein in diesen Film, in dem ich meinen Respekt nicht nur für Japan, aber auch für Yakushima bezeuge. Hier, am Senpido-Wasserfall, beginnt unsere Reise. Einer alten japanischen Legende nach müssten sich 1000 Menschen an der Hand halten, um die steinernen Wände des Tals in seiner Breite berühren zu können. Was zu seiner Namensgebung führte. Senpido. 1000 Armlängen. Jährlich von mehr als 300.000 Touristen wegen seiner vielfältigen und üppigen Natur besucht, diente die Insel auch als Inspiration für den Animationsfilm Mononoke Hime vom berühmten Studio Ghibli. Yakushima liegt im Süden Japans im Ostchinesischen Meer und besticht mit immergrünen Feuchtwäldern, uralten Bäumen und einer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt, die zu 42% sogar als Nationalpark auf der Insel ganz besonders beschützt wird. Den vulkanischen Ursprung der Insel könnte man kaum besser betrachten als an der Tachiro-Küste, die mit ihrem schroffen und rötlichen Küstengestein im Kontrast zum tiefblauen Meer das Auge mit seiner Schönheit verführt. Etwa 4 Kilometer vom Eingang des Yodogawa-Wanderpfades in 1640 Metern Höhe befindet sich eine Gegend, die sich von der vulkanischen Küste so unterscheidet wie der Tag zur Nacht. Wenige Wanderkilometer von der Spitze des Berges Miyanoda, der mit 1936 Metern der höchste Berg des Eilands ist, findet sich ein Moor, das seltene alpine Pflanzen beherbergt und ein Kreuzungspunkt für viele Wanderlustige bietet, die von einem der anderen zahlreichen Pfade kommen. Eine ganz besondere japanische Tradition wird am Hidauchi Kaichu Onsen gepflegt. Sind doch die Geschlechter beim Baden in Japan in der Regel getrennt, lässt es sich an diesen natürlichen Badepools nicht vermeiden, ein gemeinsames Outdoor-Bad zu nehmen. Zweimal am Tag, reguliert von Ebbe und Flut, kann man hier gegen eine minimale Spende von ca. 2 Euro ein Bad im warmen Quellwasser nehmen und in einer der steinernen Badewannen den Tag bei einem goldenen Sonnenuntergang ausklingen lassen. Der Arakawa ist einer der reinsten Flüsse Yakushimas und befindet sich direkt neben einer der Evakuierungshütten auf dem Yodogawa-Wanderpfad. Sein Wasser ist genießbar, seine Schönheit unangefochten. In ihm fließt das reine Blut der Insel. Wer den Kusagawa-Wanderpfad bezwingt, findet in 1050 Meter Höhe diesen massiven Felsblock,
Die Schönheit des Ortes wird nur übertroffen von seiner Gefährlichkeit. Keine Zäune, keine Befestigung, keine Sicherheiten. Die einzige Versicherung ist die eigene Balance. Hier, auf wenigen Quadratmetern, öffnet sich einem die Insel und man überblickt eines der größten Zedernbaumareale überhaupt. Von hier aus gibt es einen Eingang in die grüne Mitte der Insel. Einen Ort, der augenscheinlich den Schlüssel des Lebens selbst beherbergt. Diesen Schatz wollte ich 15 Jahre lang betrachten. Ich heiße euch willkommen im Herzen Yakushimas. Die Vielfältigkeit des Landes zeigt sich auch hier an der Südküste der Insel wieder besonders. Zehntausende Quadratmeter Land reserviert für Kühe, die einen einzigartigen Ausblick auf das offene Meer genießen können. Fernab vom Alltagsstress der Großstädte leben sie hier ruhig und gemütlich. Während der Wind seine Melodie spielt, Gräser, Bäume und Blätter bewegt, mache ich mich auf zu einem der 100 schönsten Wasserfälle Japans, der mit seinen 88 Metern, umrahmt von endloser Natur, ein wahres Spektakel sein soll. Die Rede ist vom Okonotaki. Beeinflusst vom Regenfall auf der Insel, zeigt er mal seine volle Kraft und mal ist er fast schon zärtlich zum Gestein, an dem er zerfließt. Von hier mache ich mich auf, um noch einmal die elysische Pracht des Meeres an einem nahegelegenen Ort auf mich wirken zu lassen. Wasser. Es ist das Element, was zum größten Teil verantwortlich für die vielfältige Fauna und Flora der Insel ist. Wie das Blut, für den Kreislauf der Natur fließt es durch die zahlreichen Bäche, die wie Adern funktionieren. Rund um die von kristallklarem Bergwasser gespeisten Bäche und Flüsse grünt es euphorisch. Hier schaffen die Götter das Leben fast spielerisch, wie in einem Tanz, so scheint es. Und auch heute sorgen die endlosen Ströme und die zahlreichen kleinen Wasserläufe für neue Schaffenskraft im endlosen Kreislauf des Lebens. Man sagt, jeder Fluss fließt ins Meer. Und auf Yakushima kann dieses nicht allzu weit sein. Der Inakahama ist einer der saubersten Strände der Insel und beeindruckt mit Weitläufigkeit und lebendigem Wellengang. Er ist von der UNESCO als Weltkulturerbe ausgezeichnet und gilt als einer der aktivsten Nistplätze für Meeresschildkröten in Japan. Zwischen Mai und Juli legen hier bis zu 20 der Meeresgiganten ihre Eier. Dieser Ort ist ein Heiligtum für die Tiere und als solches sollte er auch von den Menschen geachtet werden.
Regen. Das wohl häufigste Naturereignis auf der Insel. Er bildet das Fundament für die Vitalität Yakushimas. Er schenkt uns Fruchtbarkeit. Er lehrt uns, dankbar zu sein. Er lässt Ruhe in das Herz einkehren. Und in der Besinnung erkennen wir uns selbst. Erkennen wir, was wichtig ist. Yakushima hat mir viel von seinem Reichtum gegeben, hat sich mir geöffnet und mich umarmt. Nun findet diese Reise bald ihr Ende. Doch ist das hier nur die Ruhe vor dem Sturm. Ein letztes Mal erhebt sich der alte Geist der Insel für uns aus den Tiefen des Unterholzes und präsentiert sich mit all seiner Herrlichkeit, auf das wir verstehen, wie wichtig es ist, diesen Schatz vor der Vergänglichkeit zu bewahren. Bin ich doch als Gast gekommen, verlasse ich diese Insel nun als Freund und lasse einen Teil meines Herzens zurück, damit ich nicht vergesse, wie jeder Zweig wuchs, jeder Bach floss, die Luft mir sanft über das Gesicht strich und die Bäume mich zum Gespräch riefen. Es ist an der Zeit, dass wir begreifen, welche Verantwortung uns als Menschen innewohnt, welchen Teil wir vom Gewicht der Welt tragen, wo wir ihn einfügen können und wo unsere Wurzeln als Menschen liegen, um einen alten Freund wie Yakushima am Ende nicht zu enttäuschen.